Hallo und herzlich willkommen zurück bei Remnant 2, wo wir in der letzten Folge uns des Gifts entledigt haben. Oder Gift besiegt haben im Endeffekt. Endlich mal. Naja, das hat eine Stunde gedauert, hat rund zwei Folgen, ne? Ja. Und jetzt sind wir wieder in Station 13, weil der gute Steven hat sich jetzt durch sämtliche Geschichten eines Matschzahns durchgekämpft. Wieder zurück. Und der hat uns damit jetzt ein neues Teil verkauft. Habe ich das schon? Ach, das Teil schon. Mach's gut. Schau ruhig wieder. Und zwar hat er uns eine abgenutzte Trommel erkauft. Und das ist wieder ein neues Gerätschaftlein für eine neue separate Fähigkeit, sprich einen zweiten Archetypen. Oder generell einen Archetypen, den wir einsetzen können. Und das machen wir jetzt einfach mal ganz kurz. Ob ich den ganz länger spielen werde, weiß ich nicht. Ich gehe eher nicht von aus. Aber der Fremd? Vielleicht hat Steven daran Interesse, weiß ich nicht. Das gefällt Ihnen nicht, wenn ich ja, aber erst wenn ich den Jäger auf Stufe 10 habe. So, auf jeden Fall einmal eiserne Trommel abstellen. Und erhalte einen geheimen Archetypen. Bis zum nächsten Mal. Der Revolver kann jetzt und auch während der Charaktererstellung ausgewählt werden. Account-Belohnung, Archetyp des Revolverhelden. Was haben wir denn Schönes beim Revolverhelden alles zu tun? Wir gucken mal ganz kurz rein. Geladen Scharfschütze. Geladen Hauptattribut. Bei Aktivierung einer Revolverheldenfähigkeit werden beide Waffen sofort nachgeladen und halten bei allen Waffen für 5 Sekunden unendliche Reservemunition. Das klingt schon mal ziemlich geil. Und alles andere ist halt nach und nach Entwicklungsstatus. Aber wir bleiben weiterhin bei unserem kleinen Hündchen. Das Geile ist, ich habe gerade gesehen, wenn wir die Sachen ablegen, das Level bleibt erhalten. Jo. Du kannst quasi jetzt in alles leveln. Und dadurch haben wir einen Fähigkeitspunkt bekommen, den ich auch einsetzen kann. Und den werde ich jetzt wohl in... Ja, weiter mit Luft investieren. So. Ich wäre denn bereit für Gräuel und Schandtaten? Ja, ich bin gleich auf dem Weg. Wobei ich vermute mal eher, dass es uns jetzt langsam, aber sicher Richtung Finale bringt. Weil wir waren ja in der letzten Folge noch vor dem großen Baum und da. Oh, ich hab einen Anzeigefehler, merke ich gerade. Du hast einen Anzeigefehler. Ja. Weil angeblich werden mir im Inventar noch 344 Reliktstaub angezeigt, die ich verkaufen könnte. Wenn ich aber draufklicke, kann ich die aber nicht verkaufen. Hm. Weil ich keine 344 Reliktstaub im Inventar habe. Okay. Oder ich kann es nicht bei ihm verkaufen. Moment. Das könnte auch sein. Au. Ja. Bei Reggie kann ich die verkaufen. Original kannst du verkaufen. Na, Bide Brigade, klappt doch. So, aber ich gehe jetzt noch so. 5160. So, aber ich gehe jetzt noch schon langsam Richtung Steinchen. Macht es. Was wollen Sie denn da? Ich fülle nochmal eben schnell mein Vorrat mit Blutwürze ein bisschen auf. Fett ich auch mal, ich habe noch eine. Ja. Ist, glaube ich, gar nicht mehr so verkehrt, wenn wir welche machen. Der Bide weggeht, ne? Ja, das wird 14, ne? Ja, aber ja. Wir nehmen mal wieder 14 mit. Dann habe ich wenigstens 15 Stück in der Tasche. Das dürfte doch verschweichen. Ich finde, sie haben eines der größten Probleme hier im zweiten Teil wunderbar gelöst. Ja. Na, früher konnte man die Händler nur einzeln anquatschen. Jetzt kannst du sie ja auch gleichzeitig mit mir zusammen anquatschen. Na ja, gut, ja, das stimmt, ja.
So, Blutwürze, gib mir mal. ...29. Danke dafür. Bist dein Liebling? Aha. Fremdling, hat sie gesagt. Also, ich hab Liebling verstanden. Man versteht scheinbar nur das, was er hören will, ne? Maybe. Gut. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Was? Fuck. Da bin ich ein Ohrwurm. Ja, ich auch. Ein bisschen gehen wir jetzt einfach ganz schnell. Ja, bin gleich da. Ah, yep. Alley-oop. Alley-oop. Ja. Ein bisschen wie bei Zielbild. Wenn der Ryan nicht springt. Ganz. Na doch, wenn der Ryan springt, dann sagt doch Alley-oop. Ich weiß das. Es ist immer noch ein Let's Play, auch wenn es mal total passiert ist aufgrund von Umzug. Ja, aber daher habe ich das tatsächlich nicht. Ja gut, das kann nicht herkommen. Wurde nämlich letztes Mal nicht gespeichert. Hm, mein Gott. Ja, weil ich hatte nämlich letztes Mal die Trommel gekauft, aber es wurde halt nicht gespeichert. Hm, okay. So, von mir aus können wir jetzt. Wir können. Jo. Ja, dann Checkboy verwenden und wir begeben uns Schleimbach Richtung Finale. Zur schwarzen Zitadelle. Also ob es das Finale ist, wissen wir natürlich noch nicht. Es kann da noch sehr viel mehr kommen. Es geht auf jeden Fall, glaube ich, Richtung Finale. Wir sind, glaube ich, schon im Late Game. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, kurz davor, ja. Tja. Dann werden wir mal gucken, was uns da erwartet, wa? Ja, auf jeden Fall kein Kuchen und Kaffee. Eine Zwischensequenz. Seite. Du hast es geschafft. Wir sind da. Das ist unsere Chance. Wenn wir die Saat hier aufhalten, es ist geschafft. Endgültig. Fäulnis wird eliminiert. Ich kann den Schild durchbrechen. Aber es wird meine ganze Kraft brauchen. Danach bin ich machtlos. Also, sobald wir starten, gibt es kein Zurück mehr. Entweder du gewinnst, oder das ist das Ende von allem. Anomalie, deine Chance ist größer als null. Ich habe versucht, dir Mut zuzusprechen. Komm schon, lass uns loslegen. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich hätte da ein paar Fragen. Ich bin nicht bereit, ich muss dich vorbereiten. Ich hätte erstmal ein paar Fragen. Okay, was beschäftigt dich? Das sind dieselben Fragen wie auch für ein Labyrinth. Ja, okay, dann bin ich bereit. Danach gibt es keinen Weg mehr zurück. Also doch Finale schon. Ja, ich bin sicher. Aber was ich anmerken muss, ich fand's witzig. Entweder du gewinnst oder
es endet alles. Und ich denke mir so im Gedanken, ja, entweder du gewinnst oder du liest immer, wenn du eine Wiste gewonnen hast. I mean, du stirbst und das Spiel startet automatisch wieder an den Checkpoint und fängst wieder neu an. Also. Ja, wenn ich jetzt im Finale Permadeath geben würde, das wäre schon mies. Das wäre aber ein cleverer Spielzug von Spiel, muss ich sagen. Mhm. Oder aber jedes Mal, wenn du wiederbelebt wirst, hast du danach ein Relikt weniger. Das ist actually bei Dark Souls 2, glaube ich, der Fall. Wenn du da stirbst, verlierst du immer einen Bruchteil deiner Energie. Immer weniger, weniger, weniger. Aber ja. Jetzt reden wir nicht über Dark Souls, sondern über Remnant 2 und sagen, ich bin sicher. Sicher, dass wir sterben. Na, das sowieso. Pass auf, jetzt ist der Boss so ganz pummel-einfach und ein ganz kleines Würstchen, weißt du? Und das ist nur seine erste Phase dann. Mir ist der Ton leicht verzögert, merke ich gerade. Und warum erinnern mich die Viecher gerade an Arceus? Du musst dich beeilen. Na denn? Hey! Fremdling! Fremdling! Tritt ihn in den Arsch! Das hatten wir vor. Wir können trotzdem noch gehen, wenn wir das hätten. Ja. Dunkel hier drin. Ach, doch mal, nicht dann. Ich predikte, der Endboss ist fort. Extrem möglich. Eine verdrehte, mutierte, von der Saat befallene Form von Ford. Also wenn das Ford sein sollte, erkenne ich ihn gerade nicht mehr. Ich bin nach einem Saatdrachen aus. Er ist einfach nicht dunk. Alter. Was? Ich bin tot. Eieiei, Maria. Oh, du Scheiße. Ich check grad gar nichts. Also wenn du mich wiederbeleben könntest, wäre freundlich. Okay, das war ja nun maßlos. Freaking. Und die beiden stehen da einfach und gucken nur zu, wie wir fertig gemacht werden. Oh ja, wir rennen bestimmt das 13 Mal vorbei und sagen so, hi. Was ist los? Die beiden waren gerade hier, oder sind hier, ineinander gebackt bei mir, wo ich jetzt stehe. Ja, aber wir stehen hier. Alter, dass das Spiel nicht helfen könnte, ne? Das ist der Hüter des Labyrinths. Der hat auch übelst viele geile Fähigkeiten. Ja, Mutisch. Der könnte den Lacker platt machen, aber nein. Da kommt er. War der, dass du dich genau über mir bist. Aua. Aber ich bin tot. Wo uns ist da, ist gut. Wow. Das weiß ich zu schätzen. Ich bin tot. Ja, ich sehe es. Was ist denn hier?
Quicktime Events, okay. Ich dachte bloß, du hattest bis jetzt noch nicht ein einziges Quicktime-Event. Nein, ich musste gerade mehrmals E drücken. Das ist nicht gut. Also bist du freiwillig quasi. Boah, Alter. Achtung, sie kommen! Ich bin tot. Nicht nachladen! Das weiß ich zu schätzen. Das wird mir später nicht. Bin ich tot? Entschuldige dir was. Ich bin schon wieder tot. Was? Bewegen. Vielen Dank. Nochmal, Kollege. Wo ist der Drachengeborene? Der sitzt vorm Rechner hier und verkackt gerade mit dem Zeug. Ich bin schon wieder tot. Das ist das erste Schade übrigens, ne? Dann verschick den Hund. Oh, nicht gut. Ja, ist gut. Ja, jetzt hält er mich gerade. Ja, jetzt kannst du. Das musst du alleine machen. Ah ja, weil ich keine Zeit habe. Gut, ja. Alter. Aber wir haben den ziemlich weit runtergekriegt. Das macht mir Sorgen. Nee, der kriegt gut Schaden, weil deine Angriffe sind so unkontinuierlich, dass du da eh kaum ausweichen könntest. Das ist schon, glaube ich, so gemacht, dass der energiemäßig leicht ist. Oder es ist nur eine erste Phase. Was auch sein kann. Oder ist es nur Vorgeplänkel? Nein, sag mal, ja. Erste Phase. Nein, dass nach ihm direkt ein anderer Boss kommt. Ja, ändert nichts daran, dass es nur eine erste Phase eines Bosskampfes wäre. Ach so. Alter! Oh, sieht gut aus. Und dann bist du tot. Ich auch. Ach, ich bin voll in den coolsten Strahl reingerannt. Ey. Ich merke auch gerade, wir sind. Was ist dein Power Level? 16. Meiner ist 15. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe schon ein paar XP bekommen in der Zeit, dass du weg warst. Au! Au. Mann, ich komme auch nicht mal nicht ran, weißt du? Danke. Ich schulde dir was. Nachteil, wenn der Hund einen heilt oder wieder lebt, du hast danach einfach noch Half-Life. Ich komme auch nicht anders weiter angerannt, weißt du?
Was ist denn das? Der trifft mich dreimal und ich bin tot. Und dann die Kugel, die du nicht ausweichen kannst. Du kannst zwar abschießen, aber nicht ausweichen. Alter, das ist so scheiße. Okay, es wird ein Lagerkampf auf jeden Fall. Ah. Aua. Hier bist du einmal gestruggelt, bist du da die Bibel raus. Das weiß ich zu schätzen. Alter. Bin tot. Hi. Vielen Dank. Kann nicht angehen. So schnell sind wir noch nie gestorben. Bei dem. Das wird doch etwas passieren, scheinbar. Das wird doch eine lange Nacht. Diese Kugeln kannst du nicht ausweichen, Alter. Das weiß ich zu schätzen. Tot? Na, ich kann den Hund schicken runter. Danke dafür. Danke. Ich warte über den Village nur weg. Hast du überleben? Ja. Komme. Ich bin tot. Au. Ich bin ganz tot. Ja. Wir sind beide tot. Ich spawne quasi, kann mich überbewegen und die ganze Kugel. Klack, 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 klack. Du hast gesehen, wie mein Leben einfach runtergezogen wird. Nein, hatte ich nicht gesehen. Nee, du konntest nur mehr sehen, wie das Leben einfach runtergeht. Ja. Alter. Ja, es ist nicht sonderlich schwer von den Angriffen her. Du kannst ein paar gute Sachen gut ausweichen, bis auf die Kugeln. Und du machst auch gut Schaden, aber es ist einfach zu viel auf einmal. Bei ihm hast du auch nicht wirklich einen Schwachpunkt. Der Kopf. Ich mach meinen Kopf 37 Schaden. Ich bin tot. Au! Tot. Ich komm nicht mal zu denen. Ja, er ist nervig. Das Problem ist, er nimmt auch keinen Schaden, bevor seine Anzeige nicht da ist. Nee, leider. Okay.
ich konnte die Kugeln ausweichen. Ja, du kannst ein paar ausweichen, nicht allen, also. Aua. Bin auf dem Weg. Nee, nee, uns ist doch. Jetzt müsstest du kommen. Oder auch nicht. Wie denn? Ich bin tot. Ich überlege gerade, was wir was anders machen könnten. Weniger sterben. Aha, du Glückscheißer. Ja, das ist wirklich teilweise schwierig, Leute. Guck mal. Keine Chance. Du kannst die Welle ausweichen. Hä? Du kannst die Welle ausweichen. Kannst du mal rollen. Ja, aber ich war ja schon vor der Welle tot. Was? Wenn alle Kugeln auf den Kopf kommen, bist du automatisch im Zentrum. Ja, ist richtig. Ah, diese scheiß Tentakel aus dem Boden hier. Ein starkes Level, guck, super. Danke. Danke. Wo ist er einfach? Ich bin schon wieder tot. Ah, lass mich kurz Ruhe. Danke. Später geht's los. Das sieht nicht gut aus. Ja, ich bin dort. Kannst du bitte kommen? Das geht schlecht. Genau in dem Augenblick hat er mich erwischt. Und bevor ich mich wieder bewegen konnte, hat er mich das zweite Mal erwischt. Naja, wenn einer in der Situation gestand bist, bist du drin. Kurz dich mal raus. Problem, ich hab vergessen, die Kugel abzuschießen. Hätte ich vielleicht ausweichen können. Und vielleicht sollte ich bevor die Kugeln kurz vor so ankommen wegrollen. Ja, das probiere ich ja immer. Funktioniert meistens auch. Alter, du gehst jetzt mal aus 7, du Wichser. Schau mal. Nee, keine Chance. Tot? Nee. Nee, aber. Von den Kugeln aus. Weil ich meine jetzt. Ich bin tot. Tot.
Das ist schön, richtig dich werde ich hier schon da jetzt sein müssen. Das ist doch nicht wahr! Wenn man nach hinten wirklich rennen könnte, wäre es schön, aber kann man leider nicht. Warum hat Dose den Next Generation Sonic als Profilbild? Den? Na, Sonic. Was soll ich das wissen? Ist mir doch scheißegal. Ah ne, halt schon. Hol mir ne. Wir sind bei 31 Minuten. Wunderbar, dann werde ich nämlich zwischen den Folgen dann noch schnell was machen. Gut, dann ja, gucken wir in der nächsten Folge, ob wir den Zwischenkampf kriegen. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs dabei sein und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.